seid wieder da. Drax, du kannst doch nicht singen. Hurra, hurra, der Drax, der ist heute da. Hey, Kinder, seid ihr alle da? Drax wird jetzt ein YouTube-Star. Hallo, Kinder, das Neueste zuerst. Die Schule ist abgebrannt. Der Unterricht fällt aus. Edge, April, April, zu früh gefreut. Hey, Drax, was ist mit dir los? Bist du K.O.? Was, schon wieder aufstehen? Hallo, Knackenten! Du Knackente! Bin ein Rabe! Natürlich, du Knackrabe! Ja, Kinder, jetzt habe ich den faulen Kerl mit einer kalten Dusche wieder munter gemacht. Das war überhaupt nicht lustig! Aber nötig. Hier kommt Drax, macht nicht lange Schnicksi Schnacks. Drax der Rapper, Hasenscharf wie Pepper. Hey! Ja, da schaust du, Drax. Ich kann auch rappen, so wie du. Ich durfte am Montag nicht das letzte Wort haben. Oh Gott, Drax, wie konnte ich das vergessen? Heute darfst du am Schluss als Letzter reden. Wow, Drax, das von dir, das freut mich jetzt echt. Also Drax, deine Sachunterrichtsnote wird eine Katastrophe. Was? Ich krieg auch eine Note? Nicht nur die Kinder? Ui, 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 ui. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Hey, Drax, hör auf! Warum denn? Du bist doch kein Buchstabenfresser! Ja, nun, Drax, schau mal dieses Schild, das jetzt soeben im Video eingeblendet wird. Und dieses Schild hat für dich jetzt keine guten Folgen. Und da dürfen keine Tiere hinein. Ich auch nicht! Drax, was fressen Affen am liebsten? Affenkipferln! Was? Natürlich, Affenkipferl. Das sagst du doch selber dauernd. Bienen fliegen in der Luft herum. Drax auch. Mensch, Drax. Das stört. Sag mal, Basteltante Claudia, wieso ist da kein Hase drauf? Drax? Ach, da oben sitzt du. Wieso sitzt du auf meiner Schulter? Macht Spaß! Ja, okay, bleib da oben sitzen. Solange du nicht meine Brille oder meine Nase oder sonstiges anknabberst. Ja. Muss jetzt liefere ich dir die blöden Ideen auch schon. Wow! Drax, du hast gebellt. Egal! Das freut mich! Drax, vergiss nicht die Kerze auszublasen. So, nach Mathematik, Drax, heute wieder ein Gedicht. Nö, keine Lust. Ein lustiges natürlich. So eins wie Mittwoch? Nein, danke. Ach ja, ich hab vergessen dir zu sagen, dass in dem Gedicht ein Rabe vorkommt. Was? Dann los. Sage mal, und wann komme jetzt endlich ich dran? Hey, da sitzt einer ganz faul in der Gegend herum. Drax, hast du eine Ahnung, was man alles beim Jonglieren machen kann?
Schau mich nicht so vorwurfsvoll an. Ich musste den Kindern noch ein bisschen auch mal zeigen, dass man mit dir auch Spaß machen kann. Ich protestiere beim Tierschutzverband gegen diese Turnstunde. Hey, ich wollte 4 Dinge werfen. Das ist jetzt nicht lustig! Tja, das nennt man dann Trax versenkt. Komm raus, du frecher Rabe. Das war überhaupt nicht cool. Alex, kann man das auch mit einem Trax machen? Richard, das war nicht lustig. Das meinst du jetzt aber nicht ernst. Oh doch, Trax. Also jetzt haben wir bewiesen, dass Trax fliegen kann. Stups der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase. Ganz egal, wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. In the jungle, the mighty jungle, the tiger screams tonight. In the jungle, the tiger screams tonight. Was stimmt nicht? Du kannst nicht singen oder du krächzt, stimmt nicht. Jetzt habe ich ihn ratlos gemacht. Ich bin schon neugierig, was sich Trax nach meiner leichten Rüge am Mittwoch für die Verabschiedung einfallen hat lassen. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Das habe ich nicht gemeint mit sich was einfallen lassen, Trax. Singen ist keine gute Verabschiedung, weil da flüchten die Leute ganz von selber, wenn sie dich singen hören. Schön langsam wird es mir unheimlich. Dieser Rabe beginnt tatsächlich mitzudenken. Und er hört auch gut. Wie schon bei der Begrüßung von mir erwähnt, kommt heute der Hund dran. Okay, Trax, wenn du mich dauernd unterbrichst, mach einfach gleich weiter. Kinder, habt ihr den Trax wo gesehen? Wo steckt der Kerl? Hey, Trax, wo steckst du? Trax. Sag mal, was hast du denn da im Schnabel? Ach so, kann ja nicht sagen, hat was im Schnabel. Bin schon da. Das Huhn ist mit dir verwandt, Trax, weil es auch ein Vogel ist. Ha, da hast du ganz recht. Und außerdem ist das Huhn genauso verrückt wie du. Bin nicht verrückt. Ach, Trax, du weißt doch, manchmal magst du Blödsinn. Aber das ist schon ganz okay, ich mag dich so, wie du bist. Alles okay, mein schwarzer Freund. Danke. Bitte. Und jetzt, Trax, lass uns zum Thema Familie kommen. Dieses Suppenhuhn, warte mal, ich werf das jetzt in die Kamera und genau zum Alex ins Wohnzimmer, dass er sein Suppenhuhn endlich wieder hat. Ja, Trax. Zeit für Sachunterricht? Trax? Das ist gemein, Richard. Ich werde mich bei dem Abendstern... Morgenstern, Trax. ...beschweren. In seinen Gedichten kommt kein Rabe vor. Hey, Richard! Ich weiß jetzt, warum die Lisbeth nie auf der Trax-Show im Bild ist. Sie kommt momentan nicht zum Friseur und ihre Haare schauen fürchterlich aus. Sag mal, Trax, du bist aber ganz schön frech auf einen Montagmorgen. Weißt du nicht, dass die Fräulein Elisabeth auch deine Lehrerin ist? Ja, schäm dich. Schäm dich ganz kräftig.
Du hast's natürlich leichter. Du hast keine Haare. Das habe ich jetzt wieder nötig gehabt, du frecher Vogel. Was ist dein Ausblick in die Zukunft? Hoffentlich sperren bald alle Friseure auf. Wieso, Trax, wieso? Damit du endlich eine Dauerwelle bekommst. Also Trax, das verwechselst du jetzt mit der Fräulein Elisabeth. Die braucht ihre Dauerwelle. Ach so. Bei mir? Bei dir weiß ich, was du brauchst. Schuhcreme. Hä? Schuhcreme? Na klar, zum Glatze polieren. Alle wegschauen, ich misshandle meinen Raben jetzt. Schöne 2 Tage bis zur nächsten Trax-Show. Und tschüss! Ich habe auch einen schönen Reim. Dem Trax, dem ist das alles Schnurz, drum lässt er jetzt gleich einen Schnurz. Oh Trax, du bist wieder mal unmöglich. Genau, Richard. Ich freue mich schon auf diesen Spaß, drum lasse ich jetzt einen. Und damit ist die Trax-Show Nummer 4 auch schon wieder Klopapier. Bleib anständig, du frecher Vogel. Nun, damit ist die Trax-Show Nummer 5. Was? So viele schon? Ja, Trax, wir sind ja fleißig. Also, damit ist die Trax-Show Nummer 5. Und die nächste ist die Nummer 6. Also, damit ist die Trax-Show Nummer 5 auch schon wieder vorbei, bye, bye. Der Richard musste mal. Ihr wisst schon, so für kleine Raben und so. Also verabschiede ich euch heute mal ganz alleine. Arbeitet fleißig, also so wie ich. Tschüss. Ich hab's gehört, Trax. Der hat an der Uhr gedreht. Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Trax kommt wieder, keine Frage. Doch für heute ist wirklich Schluss. Buongiorno. Per favor. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Und tschüss!